Hey ho, meine Lieben, heute machen wir was ganz was Leckeres, und zwar eine Tortilla-Lasagne. Ja, so steht's hier drin. Abgewandelte Form. Manu, mein Engelchen, du bist ja schon am Vorbereiten. So ein bisschen ja. Ein bisschen ja. Dann würde ich mal sagen, geh mal ganz schnell rüber in die kleine, aber feine Küche, wo Manu schon am Vorbereiten ist. Da sehen wir sie auch. Attacke. So. Ey, du bist ja richtig schön am Vorbereiten hier. Ja, mein Schatz. Dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich hier runter zu der kleinen, aber feinen Übersicht. So Leute, hier haben wir schon angefangen hier mit der kleinen, aber feinen Übersicht. Ich fange jetzt mal an hier zum Vergleichen und zum Lesen. Hier steht drin 600 Gramm Hähnchenbrustfilet. Wir haben jetzt Pute genommen. Das Hackfleisch steht gar nicht drin, gell? Nee. Dann machen wir eine Variante mit zusätzlich mit Hackfleisch. Rote Zwiebel brauchen wir auch noch, Knoblauchzehe brauchen wir noch, eine Paprikaschote, 240 Gramm Kidneybohnen, 285 Gramm Mais, dann brauchen wir noch Öl, Fett für die Form, Salz, Pfeffer, dann stückige Tomaten, Dose und einen geriebenen Käse und Creme Fraiche und Weizen-Tortillas. Ja gut. Irgendwie, wie man es halt ausspricht. Ja. Dann haben wir hier einmal meine Springform. Hier die Wraps oder Tortilla. Da steht auch Tortilla drauf. Naja. Gut. 6 Stück haben wir, 3 bräuchte man normal. Ich habe ja schon mal was gemacht, wo ich gesagt habe, es wäre besser gewesen, die doppelt zu nehmen. Und das mache ich oder machen wir in diesem Video. Wir nehmen die hier doppelt. Tja, als nächstes noch die Paprika klein schneiden, die Zwiebel klein schneiden, dann und dann wird die Pute extra angebrutzelt und das Hackfleisch extra angebrutzelt. Ja, so ungefähr steht es hier drin. Genau. Und das machen wir jetzt auch. Also, wir gehen direkt rüber an Herd. So, meine Lieben, in der ersten Runde braten wir nur das Putenfleisch an. So. Dazu gleich ein bisschen Salz, Pfeffer, Paprika und mehr wird hier an dem Putenfleisch auch gar nicht gemacht. Dann nehmen wir heute halt mal schnell den Pfeffer hier. Bevor ich jetzt wieder hier ewig lang Krach mit den Gewürzmühlen mache. So. Das braten wir jetzt schön durch. Und danach zeige ich euch das wieder. Ja, ich mache das Fleisch jetzt gerade noch ein klein bisschen kleiner. Doch ist es dann soweit. Das wird dann die alleroberste Schicht. So. Das Fleisch ist soweit gut. Dann kommt es jetzt auf die Seite und dann würde ich sagen, wenn Manu Lust hat, wird die dann mit der restlichen Füllung weitermachen. Hast du Lust? Ja. Alles klar. Dann sehen wir hier gleich die Manu werkeln. Ja.
erste Ladung fertig. Jetzt kommt das Hackfleisch. So, ja, dann schalte ich wieder ein, weil ich habe gerade ausgemacht gehabt kurz. Vollgas an. Genau, jetzt kommt das Hackfleisch rein. Und das lassen wir jetzt, brutzeln wir jetzt auch schön an. So, das Hackfleisch haben wir jetzt angebrutzelt. Das tun wir jetzt auch aus in die Schüssel rein. Und dann geht es weiter. Dann melde ich mich gleich wieder. So, jetzt machen wir die Zwiebel und den Knoblauch anschwitzen. Was ich noch gesehen habe, die Paprika kommt nämlich jetzt auch dazu. Und das lassen wir jetzt auch schön anbraten, anschwitzen und dann geht es weiter. Jetzt kommt eine Dose gehackte Tomaten rein. Wir wollen ja nicht, dass das Gemüse so stark angebrutzelt ist. Wasser. Jetzt kommen die Bohnen. Den Mais dazu. Oder der Mais. Oh je, die Pfanne wird ganz schön groß. Voll, meinte ich, groß. Oh. Ist die Paprika noch? Ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz noch. Und dann geht es mit dem Käse weiter. Käse und den Creme Fraiche. So Leute, dann machen wir hier jetzt mit der Käse-Creme Fraiche-Geschichte weiter. Das haben wir natürlich auch ein klein bisschen erweitert. Dann schmeißen wir hier mal gleich eine Packel Gouda rein. Ja. Zweiten Becher auch da rein. Ja, wenn wir rumpumpen, dann machen wir schon gescheit Pampe. Weil du gerade so mit dem Kopf geschüttelt hast, mein Schatz. Nimm dir alles bitte. Das sieht doch schön aus.
Ja, schön verpampen. Ja. Weil letztens haben wir das die anderen gemacht, die Tortillas. Und da war für uns zu wenig Käse drauf. Deswegen nehme ich das Doppelte jetzt. Also wir können auch zwischendurch noch ein bisschen Käse tun. Ja, ich sehe schon, dass du... Sieht doch schön aus, oder? So. So, dann wollen wir mal die Form eingefettet. Ja. Dann zwei Tortillas unten drin. Wollen wir hier gleich eine Schicht von der Masse drauf tun? Ein klein bisschen? Ein klein bisschen, ja. Spatzel? Was denn? Wieso hast du das Hackfleisch nicht mit in die Masse mit rein? Das kommt in die Masse mit rein. In das Gemüse. Ui, da habe ich es vergessen. So, das wäre die erste Schicht. So. Also ich glaube, zum Essen haben wir heute reichlich. Das reicht auch für morgen. Ja, definitiv. Nicht so viel, mein Schatz. Psst. Oben kommt das Dingsfleisch auch noch mit rein. Ja. So. Ich will es ein Wunder erleben. Yes. Wieder etwas von der Käsemasse drauf. Jetzt den Backofen vorheizen. Ja, mach das. Auf 200. Umluft. Oje. Was heißt hier oje? Oje. Voll aus. Ich will bloß alles erwischen.
So, das wird dann als oberste Schicht verteilt hier. Die Käsematschepampe hier drauf verschmieren. Jetzt darfst du den restlichen Käse auch noch drüber streuen. Sieht aber eine riesengroße Torte aus. Den restlichen Käse? Ja. Nicht, dass er überläuft. Deswegen. So, das reicht. Wie das überläuft. Andere, nehme ich für was anderes. Okay. Tja, und dann ab im Backofen und für wie lange? Ähm. 30 Minuten. Na, da bin ich ja gespannt. Ich auch. Ja. Und danach sehen wir uns direkt hier wieder. So, Ofen ausschalten. Hitz kommt raus. Oh Leute, ich glaube, wir nennen das Video um. Und zwar in die Tortilla-Torte. Oh Mann, ist das ein Gesabbere hier. Oh mein Gott. Sieht die scharf aus. Da unten läuft der Saft raus. Boah. Leute, ich muss erstmal hier den Boden putzen. Tja, dann wollen wir das Ding hier mal auspacken. Ich bin ja gespannt, wie wir den jetzt hier rauskriegen, ob er zerfällt. Darf ich, soll ich dir helfen, mein Schatz? Ja, das weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Ui. Soll ich ein bisschen festhalten? Könnte warm sein. Ja, so. Auf dem Ding möchte ich ja nicht unbedingt hier schneiden müssen. Ja. Tja, leichter gesagt als getan, das alles. Ach, da hängt der Käse drüber. Ja. So, jetzt das Blech wieder unten rauskriegen, ohne den Boden mit rauszurupfen. Tja, und jetzt haben wir eine Tortilla-Torte. Oder Tortilla-Torte. Ach, Mann!
schneide ich mir hier mal ein Stückchen raus. Ich habe doch einen schönen Tortenheber. Wenn sie denn durchgeschnitten ist. Geht doch, geht doch. So, da habe ich jetzt mein Stückchen und wir gehen auf die Seite zum Essen, weil dann kann Spatzel weiter schnibbeln. So, und dann werde ich das ganze Konstrukt hier mal probieren. Erst einmal nur die Füllung, die liegt schon neben dran. Kommt sehr lecker. Also die Böden auf alle Fälle doppelt nehmen. Definitiv. Ja, ohne Messer ist es jetzt etwas schlecht. Aber schmeckt gut. Schmeckt lecker. Aber ich persönlich muss gleich dazu sagen, mit ein paar mehr Gewürzen, ein paar anderen Gewürzen, hätte es mit Sicherheit noch besser geschmeckt. Aber so ist es schon gut. Schauen wir nachher, was Manu noch dazu sagt. Ich gehe jetzt in Ruhe essen. Na komm her, mein Schatz. Na, machen wir das Fazit. Ja. Na dann sprech doch mal. Das Essen war wunderbar. Es war sehr mächtig. Gewürze, ja, kann man so sagen, hat ein bisschen was gefehlt drin. Aber wir haben es halt nach dieser Anleitung ziemlich gemacht. Ja. Ja, aber definitiv ein bisschen mehr gewürzt, ein bisschen besser gewürzt, dann mega. Richtig. Dann richtig mega. Die unterste Lage Tortillas, war etwas fester, knuspriger, war eigentlich optimal als Boden. Hat hervorragend geklappt in der Form. Also kann man wieder so machen. Ja. Mit ein bisschen besser Gewürz. Ja. Mehr mexikanisch Gewürz noch mit rein, würde ich sagen. Sehe ich genauso. Ja. Aber ansonsten, wie gesagt, hervorragend lecker. Wir haben für morgen auch noch was zum Essen. Alles gut. Ja. Ja, wenn das Video Spaß gemacht hat, Abo, ein Däumchen nach oben, nettes Kommentar, würden wir uns definitiv freuen. Auf jeden Fall. Tja, in dem Sinne sage ich Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.